Wir wissen nicht, wer sie sind. Wir wissen nicht, woher sie kamen. Aber wir wissen, dass sie verzweifelt und schon seit langer, langer Zeit auf der Flucht sind. Vor fast 10 Jahren kamen sie im Raum der Trader an. Am Tag, an dem mein Sohn geboren wurde. Am Anfang hatten wir keine Chance. Ein Jahrtausend lang Frieden und Wohlstand macht dich weich. Aber manche Dinge ändern sich schnell, wie dem auch sei. Es ist viel Zeit vergangen und wir haben ihnen einen verdammt harten Kampf geliefert. Als die Alaksai-Dynastie fiel, schob der Trade Order seine bisherigen Ziele beiseite und erklärte sich zur Trader Emergency Koalition. Die letzte Instanz, hinter ihr der Reichtum der Zentralwelten. Die Zukunft sah so gut aus, dass das Kommando die erste Generation abgezogen hat und uns nach Hause zu unseren Familien schickte. Ich dachte sogar, mein Leben würde wieder normal werden. Aber dann kehrten sie zurück. Unsere Vorfahren hatten sie vor 1000 Jahren auf einem entfernt liegenden Wüstenplaneten gefunden. Eine sündige Gesellschaft von Ausgestoßenen. Verwandt oder nicht, mit solchen Kreaturen können wir nicht koexistieren. Unsere Vorfahren wussten, was getan werden musste. Es war gar keine Frage. Sie waren für uns verloren und mussten beseitigt werden. Und das wurden sie. Ein ganzes Volk in die Tiefen des Weltalls verbannt. Sie nennen sich jetzt die Advent. Und sie sind noch verdorbener und noch mächtiger als in den Geschichten, mit denen man die Kinder verschreckt. Während der Großteil unserer Truppen an der Vasari-Front kämpft, wüten sie durch die schutzlosen Sektoren. Deshalb werden entlassene Veteranen wieder eingezogen. Niemand sonst verteidigt unsere Heimat und unsere Kinder, die wir kaum kennen. Sins of the Solar Empire. Und damit, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur dritten Zocken am Sonntagstunde hier mit mir, dem Neverguess. Und wir spielen Signs of the Solar Empire, auch wenn ich gerade Sins gelesen habe, das tut mir furchtbar leid. Und zwar hatte ich ja ursprünglich geplant, für die dritte Stunde Stronghold zu spielen. Das möchte ich mal ganz kurz erklären. Stronghold 1, den ganz alten Stronghold-Teil. Dann habe ich aber gemerkt, den hast du ja gar nicht mehr. Mist. Dann dachte ich mir, okay, spielen wir Stronghold 2. Grafiktechnisch total geil, das Spiel. Und auch so macht das mega fun, das Game. Tja, auch das funktioniert im Moment nicht. Und der Wolke bringt mir das gerade, bringt mir das erst am Freitag mit. Das ist morgen dann. Und so sollte ich das nicht bis übermorgen aufgenommen kriegen, wird das hier der dritte Teil von Zocken am Sonntag. Ansonsten wird das vielleicht der vierte, fünfte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja auch noch ein paar andere Teile von anderen Spielen. Auf jeden Fall dachte ich mir dann, gut, na, dann spielst du halt die Siedler, das Erbe der Könige. Ewig nicht gezockt, auch ein super geiles Game. Tja, das lässt sich nun mal nicht mit Fraps aufnehmen und geht auch nicht in den Fenstermodus. Das heißt auf Deutsch, geht auch nicht. Nichts gut. Und na, dann dachte ich mir, weißt du bist doch eigentlich ein ziemlich... Ich habe ziemlich viel Spaß bei Sins of the Solar Empire. Warum machst du nicht das? Und da habe ich mir gedacht, so, jetzt zocken wir Sins of the Solar Empire. Und ihr habt schon gemerkt, also die Tech, so nennen sich die Erdlinge, haben ganz schön Probleme mit ihren Feinden, den Vasari und den Advent. Und wir starten jetzt einfach mal den Einzelspielermodus. Und die Tutorials brauchen wir nicht durchspielen, die gehen nämlich erstens ewig lang und zweitens kenne ich das ja eh schon, das Game. Und euch erkläre ich es im Laufe des Spiels. Und wir, würde ich sagen, starten ein neues Spiel. Und... Ach komm, wir erstellen uns mal unsere eigene Karte. Erstellen. Die nennen wir... Kann ich die irgendwie umbenennen? Ah, umbenennen, okay. Die nennen wir jetzt einfach mal... Zocken am Sonntag. So, umbenennen. Sehr schön.
Dann würde ich sagen, die Kartengröße beträgt mal, gehen wir auf Mittel. Maximale Spieler bleiben bei 4, okay. Ach, kann ich, warte, verändert sich das jetzt noch? Ne, tut sich nicht, okay. Dann würde ich sagen, ein zufälliger Stern, ne, ich hätte gern... Okay, wechsel Sternart. Nehmen wir einen blauen einfach mal, so bestätigen. Und nehmen wir einen roten. Bestätigen. So, Planetengruppe. Hinzufügen. Quatsch, nicht hinzufügen. Ich wollte gar nichts hinzufügen. Entfernen. So. Ach, die kann ich nicht. Wechsel Planetenart. Doch, da. Ich hätte gern einmal... Ich hätte gern einmal... einen Planeten? Bestätigen? Dann hätte ich gerne einmal... Eis oder vulkanisch? Steht. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade tue, gell? Ich habe noch nie mir selbst eine Karte erstellt. Ich mache jetzt einfach hier mit euch eine. Machen wir hier einmal kolonisierbar. So. Und dann die dritte machen wir einfach mal. Wurmloch, nee. Wechsel Planetenart. Nehmen wir mal einfach. Erdähnlich, okay. Na dann. Spieler, machen wir mal drei Spieler, weil wir wollen ja gegen Advent und Vasari kämpfen. Orbit Radius. Mach ich einfach mal groß. Phasenlinienlänge, stell einfach mal auf groß. Minimale Distanz auf groß, doch auf groß. Neutrale Kolonien. Auf groß. Min-Akt-Anzahl. Keine Ahnung, was das heißt. Gut, dann würde ich sagen... Vorschau. Oh mein Gott, wir werden hineingeworfen. In das Spiel! Halten Sie Alt gedrückt, um sofort alle Gesundheitsbalken, Rasternetze, Angriffsreichweiten, Einheitsbefehle und vieles mehr zu sehen. Okay. Alt ist da unten. Alt ist da, wo die Taste jung ist. Hahaha. So. Ah, da, ich sehe es schon. Oh. Oh, okay. Haben wir hier einmal ein recht verworrenes Netz. Okay, und da unten haben wir... Hier würden also zwei starten. Huch. Und da oben würde dann der dritte starten. Wie komme ich zurück? Hallo? Wie komme ich? Ach, Menü. Schließen. Quatsch. Nein. Beende Spiel. Okay, ja. Nein, ich würde sagen, wir nehmen mal, nur einen Stern entfernen. Wir nehmen auch nur entfernen drei Planetengruppen. Machen die Karte ein bisschen kleiner. Und jetzt gehen wir nochmal auf die Vorschau rein. Und schauen uns das nochmal an, alles hier. Hallo? Buhu. Hallo? Wo sind meine Planeten? Ach, da. Das sieht doch ganz gut aus. Oder was sagt ihr? Das ist doch mal... eine Karte, auf der man spielen kann. Na dann, würde ich sagen, Menü, beende Spiel. Kann ich die jetzt speichern? Ah, okay, sehr schön. Zurück. Einzelspieler, Ladespiel. Neues Spiel. Wechsel. Ah, zocken am Sonntag. Na dann, meine Freunde, starten wir das Game.
Achso. Okay, wir sind also die Tech. Wir spielen gegen die Advent und gegen die Vasari. Gruppe 1, 2, 3. Hier könnte ich jetzt einstellen, ob ich sie aggressiv, verteidigend, forschend oder geldgierig mache. Ich lasse auf Fragezeichen. Obwohl. Die Advent sind ja recht aggressiv, ne? Die Vasari hingegen sind sehr hochtechnologisiert, denn sie, wir haben ja recht oft verloren. Wir haben ja am Anfang recht stark verloren gegen die. Dann würde ich sagen, machen wir das mal so. Und dann Spieloption. Wir machen mal alles auf schnell. Aus dem Grund, dass solche Karten ewig dauern. Piraten sind natürlich aktiv, die Flotten sind groß. Und ich würde sagen, wir bestätigen. Und jetzt starten wir das Spiel. So, und dann geht's auch schon gleich los. Wir werden hier reingeworfen, hier ist mein Planet. Und jetzt müssen wir gleich mal hier ein bisschen bauen. Scheiße, wie ging das? Nein, Moment. Zuerst brauchen wir... Boah. Ach ja, zuerst müssen wir mal... Hier die... Das sind jetzt die Raumschiffe hier. Das... Das da drüben? Alter, bist du bescheuert? Das... Hallo, ich will auf die Raumschiffe einzoomen. Sag mal, hallo? Oh. Uhu, lass das. Was? Nein, das will ich doch gar nicht. Ach, das ist doch... Zerstörung, so. Ah, okay, warte. So, okay, kurzer Einstiegsfehler hier. So, dann bauen wir mal eine große Werft. Die baue ich mal hier hin. Dann brauchen wir noch Forschungslabore. Ein militärisches, gell, und ein... Mehr Kristalle benötigt. Wieso kann ich nicht auf die anderen Dinge jetzt zoomen? Das verstehe ich gerade nicht. Menü. Interaktion. Benutze Gruppenfarben. Zeige taktisches Raster. Kamera Zoom zum Mauszeiger. Genau, das ist falsch eingestellt. Okay, schließen. Ah, sehr schön. So, jetzt sehen wir hier unsere Rohstoffbasen. Da kann man auch mal richtig ranzoomen hier. Und das ist sehr liebevoll gemacht. Hier sieht man zum Beispiel... Wie ich das gerade langsam... Komplett. Seht ihr das, wie sich das hier langsam auffüllt? Und wenn es fertig ist, dann... Bauwerk komplett. Ja, seht ihr? Jetzt haben wir unsere erste Fabrik und das Raumschiff, was ihr hier seht. Huch. Das fliegt jetzt weiter und baut dann hier die Werft auf. Das ist die Schiffswerft. Ich kann hier mal zeigen. Für die Großkampfschiffe. Wir spielen das normale Sins of the Solar Empire. Einige von... Laufheim. Einige von euch kennen vielleicht jetzt mittlerweile schon das Rebellion, das neue. Das spiele ich aber nicht, aus folgendem Grund. Ich gebe nicht 30 Euro für, 40 Euro für ein Spiel aus, was ich zu 95% schon habe, wo nur 5% neue Änderungen dabei sind. Das ist meiner Meinung nach nicht ganz so intelligent. So, dann würde ich sagen, bauen wir hier nochmal eine andere Basis hin und ich gehe mal noch ein Stück hoch, damit wir ein bisschen sehen. Ich habe das taktische Raster mal für euch angemacht, da seht ihr ein bisschen... Bauwerk komplett. Sieht das ja alles ein bisschen professioneller aus, könnte man sagen. Und wir müssen aufpassen, denn eine der Gruppen haben wir ja aggressiv eingestellt. Das heißt, die werden auch bestimmt in nächster Zeit gleich mal vorbeischnecken hier. So, und da wir ja jetzt eine große Werft haben, unser erstes Großkampfschiff, davon kann man übrigens, ich glaube, nur 15 Stück maximal haben. Die haben ja auch ordentlich Power, die Dinger. Ist kostenlos und ich bin immer entweder der Kohlschlachtkämpfer, das ist ein Kampf, das ist mein Lieblingskampfschiff. Das da ist mein das ist zum Kolonisieren da, falls man schnell neue Planeten möchte. Und das da ist ein Planetenbombe-Bomber da. Und ich entscheide mich vorher eigentlich immer zwischen dem, dem und dem. Das sind meine drei Lieblings. Die beiden finde ich jetzt gar nicht so. Und wir fangen einfach mal mit dem Akan-Schlachtkreuzer an. Und unser Planet nennt sich natürlich die Erde. Die Erde. Ich bin der Herrscher der Welt. Juhu! Wollte ich schon immer mal sein. Ja. So, da müssen wir aber auch gucken, weil hier zum Beispiel kann man auch ganz viel forschen. Und ich forsche am liebsten immer mal vorher mal so ein bisschen mehr auf Kristalle benötigt. Zivil, denn... So, jetzt hole ich mir hier auf dem Schwarzmarkt, kann ich mir zum Beispiel Kristalle kaufen für ein Geld. Hier sieht man hier die Preise zum Kauf und Verkauf. Hier sieht man dann auch, wann die Piraten kommen. Oh. Hier habe ich gar nicht aktiviert, die Piraten. Okay, gut, dann habe ich die Piraten nicht aktiviert.
Auch nicht schlimm. Normalerweise kommen in verschiedenen Waves dann noch Piraten und greifen einen an. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm, dass ich die nicht aktiviert habe. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sowieso kein großer Freund von Piraten. Bauwerk komplett. Was wollte ich jetzt tun? Ich wollte die Forschung noch eins hochtreiben. Das ist zum Beispiel hier Forschung, dass wir merken, dass wir tiefere Metallbau haben. Das heißt, wir kriegen mehr Metall aus unseren Rohren. Steht ja alles da drüben dran. Dann kriegt man hier später noch dasselbe mit anderen. Und das hier ist aber eigentlich meine Lieblingsriege am Anfang. Wenn man die ordentlich ausgebaut hat, kriegt man richtig schnell und richtig viel Kohle. Womit man dann im späteren Spielverlauf auf jeden Fall positiv ist. Und ich würde sagen, wir gehen mal ganz schnell mit dem Schiff dahin. Denn ich würde mal liebend gerne am Anfang. Ich baue mir mal eine davon und zwei davon. Oh, kommt rein. So. Ich würde am liebend gerne am Anfang noch einen zweiten Planeten bekommen. Und man kann ja auch zum Beispiel an die Schiffe ranzoomen. Und wir fliegen jetzt mal mit dem Schiff zum Planeten. Wenn da was ist, werde ich es finden. Mopsgeschwindigkeit. Wuhuhu. Yeah. Mensch. So. Vielleicht sollten wir da sein. Genau, ist immer gleich da. Wollen wir nochmal schauen. Melde mich zur Stelle. Was sich auf dem Planeten so befindet. Phasensprung abgeschlossen. Oh, zwei Schiffe, na dann. Wie kann ich denen? Seht ihr euren ersten Kampf jetzt hier? Das sind Rebellen, die muss man beseitigen. Sieht aus wie so eine Pommesbude. Pommesbuden-Rebellen. Frittenbude. Tja, das sieht etwas schlecht für dich aus. Denn das sind gleich die Kobold-Fregatten, das sind Erdlings-Fregatten. Und wir haben mit unserem Großkampfschiff da doch schon gewisse Vorteile gegenüber. So große, dass das Schiff gleich tot ist. Melde mich zur Stelle. Dann kommt noch das zweite an, das wird auch gleich eliminiert. Und ich hole mir mal in der Zeit, gucke ich mal hier, was hier noch so zu tun ist. Da ist gerade mein Bruder hinter mir reingeschlichen und beobachtet, was ich hier tue. Und wir bauen uns mal hier jetzt unsere ersten Geschütze hin, um unsere Station hier zu verteidigen. Das ist sehr wichtig, vor allem gegen aggressive NPCs, wie wir zum Beispiel die Advent jetzt eingestellt haben. Auch schon abgeschlossen. Dann baue ich noch einen hin. Denn im Umkreis von dem, was ihr gerade gesehen habt, greifen diese Plattformen dann Feinde an. Ich würde sagen, wir bauen da noch eine hin, dann baue ich hier noch einen hin. Und die baue ich am liebsten immer so im Kreis um den ganzen Planeten herum oder halt komplett auf eine Stelle. Also meist, entweder ich habe die Taktik, dass ich alles um den Planeten rumbaue, oder ich habe die Taktik, dass ich alles komplett auf eine Stelle baue und da 50 Milliarden Plattformen drum rumbaue. Dann, weil auch 50 Milliarden Plattformen auf den Planeten drauf passen. Das ist ja vollkommen verständlich. So, der braucht hier noch ein paar Jahre, bis er die Blatt hat hier. Nö, die ist gleich so. Können wir gleich mal sehen hier. Die brennt schon und gleich. Yeah. Und dann geht er auf den zweiten los. So, gut. Der macht hier den neuen Planeten kaputt. Und wir sind dabei. Wir bauen hier noch eine letzte Plattform auf. So, da noch eine hin. Schiffe stimmen mal in Sicherheit der Plattform bringen. Und dann würde ich gucken, haben wir hier bei der Forschung jetzt schon irgendwie? Ja, wir bräuchten noch eine zweite Meinung. Nee, wir bräuchten noch eine zweite. Ah, hier seht ihr gerade. Wir haben hier jetzt zum Beispiel keine logistischen Plätze mehr zur Verfügung. Dazu müssen wir auf das Grüne und müssen den Planeten logistisch weiter ausbauen. Da fehlt uns allerdings noch Metall. Metall. Hier, wie nennt sich's? Kristall. Kristall fehlt uns. So, dann bauen wir mal einmal noch die logische Struktur aus. Und dann können wir hier auch nachher, sobald wir wieder Kohle und Kristall haben, eine weitere zivile Forschungsstation bauen. Und ich würde sagen, je nachdem, wie sich die Planeten verteidigen lassen, hier sieht man schon, hier geht gar nichts davon ab von dem Planeten. Das heißt, dieser Planet hier, oder dieser Asteroid ist es ja, ist durch die Erde geschützt. Das heißt, diese Striche hier sind die Wege, die man fliegen kann. Das heißt, wenn jemand hier hinter will, muss er über unsere Erde drüber. Wo ich gerade merke, dass es ziemlich sinnlos ist, dass ich hier gerade diese Dinger hingebaut habe. Aber auch nicht so schlimm. Wir lassen es einfach mal stehen. Denn ich brauche ja nur komplett in die Richtung verteidigen. Weil von da kann ja nichts kommen. Das ist ja unser. So. Wo soll ich hin? Kannst du überhaupt schon kolonisieren? Ich weiß es gar nicht. Wenn ja, dann tu es mal bitte. Und zwar
Da. Wir sind unterwegs. Asteroiden sollte eigentlich kolonisieren können, das kann man glaube ich gleich am Anfang. Man muss nämlich auch alles hier erforschen, auch Kolonisierungszeug und so. Planetenentwicklung abgeschlossen. Ich glaube, den Asteroid kriegt er gleich am Anfang kolonisiert. Das sollte für ihn kein Problem sein. Da schießt er gleich seine Sonden ab. Schießt er gleich seine. Eine neue Kolonie wurde gegründet. Ah, da seht ihr hier. Wow, da fliegen die Sonden. Mit den Menschen kicken es da und dann hier, wo gerade dieses monströse Zeichen kommt, fliegen die da drauf. Und wir haben eine neue Kolonie und schicken unser Schiff mal zurück. Langsam voraus. Und dann würde ich hier gerne mir noch ein paar Messer. Ah, siehst du, jetzt kriegen wir noch ein paar Rohstoffreserven dazu. Sehr schön. Und dann ist das hier einfach mal jetzt unser. Das ist zwar kein Mond, aber das ist unser Mond jetzt. So. Sehr schön. Erde, Mond. Bauwerk. Und dann kann ich nämlich hier hinten jetzt auch, kann ich da drüben schön ausbauen. Und hier hinten kann ich jetzt gemächlich noch ein paar. Ach scheiße, das wollte ich gar nicht bauen. Dann kann ich hier hinten jetzt gemächlich noch ein paar. Ein anderes Bauwerk steht im Weg. Da steht gar nichts. Ein anderes Bauwerk steht im Weg. Ich will das da hinsetzen. Da kann ich hier hinten jetzt gemächlich meine Forschung betreiben und die Erde kann ich dann defensiv ausbauen. Was ich gleich mal machen werde. An alle, vorbereiten zum Phasensprung. Dann würde ich sagen. Sie suchen etwas? Hoffnung. Wohin jetzt? So, du klärst mal bitte auf. Und so machst du das. Automatisch. So. Die wird es automatisch komplett. Von Planet zu Planet fliegen. Das ist eine Aufklärerfregatte. Das ist ein sehr schnelles Schiff. Muss es sein, denn. Oh, guck mal, der. Phasensprung ab. Pedobär? Schön, der Pedobär ist online. Gut, okay. So. Ach, das ist der hat sich. Ach so. Ich hab überlegt, was? Pedobär? Ich bin da nämlich jemanden, der Pedobär heißt, befreundet. Aber das ist. Der hat sich umbenannt. Okay, gut. Ja, nö, das ist. So, schauen wir mal hier der Fregatte hinterher. Der Aufklärer-Fregatte. Schum. Was die hier so entdeckt auf dem neuen Planeten? Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Das ist natürlich noch geiler. Wenn wir den hier einnehmen. Das ist ein Eisplanet, das braucht für die Eisforschung. Dann habe ich natürlich zwei Planeten, die geschützt sind. Arktische Bauwerk Ausbeutung komplett. Der Hammers. Dazu brauche ich noch eine. Ist das militärisch? Ne, das ist zivil. Das heißt, den sollte man ja gleich bekommen, sobald hier drüben, hier hinten die Fabrik fertig ist. Die ist aber noch bei 0%, weil der ist noch, Moment, hier beschäftigt. Ah, okay. Bauwerk komplett. Das heißt, das schaffen wir gleich und dann können wir die militärische, dann können wir die arktische Ausbeutung betreiben. Wodurch wir einen weiteren Planeten bekommen und dann zwei Planeten geschützt haben. Die fliegt jetzt weiter mal hier runter und dann baue ich am besten. Ich baue einfach mal noch eine. Wie kann ich den? Da geht das alles ein bisschen schneller. So. Ich will meine Rohstoffe aber nicht zu sehr verschwenden. Ich bin sehr geizig, was Rohstoffe angeht. Ich, vor allem möchte ich gerne viele haben. Viele Rohstoffe. So. Wenn da was Schauen ist, werde ich es finden. Sensordrohnen. Gib den Aufklärern und diese Sensorfähigkeit. Bauwerk die komplett. Naja. So würde ich sagen, machen wir mal das. Und dann können wir gleich mal mit unserer Flotte, die wir allerdings vielleicht noch ein Stück ausbauen sollten, bevor wir dahin fliegen. Zusätzliche Credits benötigt. Quizy, Credits benötigt. Deine Mama ist benötigt. Bereit. Guter Plan. Mama gesagt. Was wollen Sie wissen? Nein. So, dann aktivieren wir den hier mal und dann fliegt der auch ein bisschen rum. Ja, ich mach dann mal mein Ding, ne? Ja, schwing dein Ding. Melde mich zur Stelle. Das habe ich nicht gesagt. So, warte mal, den setzen wir jetzt hier. Da sammeln sich jetzt alle Schiffe und Moment, da haben wir noch die große Werft. Setzen wir natürlich ebenfalls hier.
Und der müsste zeigen Sie mir die Richtung. Eigentlich, genau, melde mich zur Stelle. Jetzt weg. Alter, wer braucht denn der für den Weg? Das muss ja eine gigantische Strecke darunter sein, ey. Wow. Und, Alter, wie groß ist die Strecke dann bitte erst? Wow. Melde mich zur Stelle! Das heißt, wir sind hier vollkommen abgeschottet und können unsere drei Planeten hier anscheinend sehr gut... Die Richtung ist ja schon... Gibt's was für mich zu tun? Verteidigen. Denn wenn hier einmal so eine Flotte von denen auf unserem Planeten kommt und wir die platt machen, dann dauert es auf jeden Fall eine ganze Weile, bis der hier wieder eine neue Flotte schickt. Guck mal, wie lange der fliegt, ey. Das habe ich ja noch nie gehabt, dass ein Schiff so lang fliegt. Wie weit ist das Ding denn erst weg? Ach du meine Güte. Ich stelle euch mal vor, wir hätten auf lang... Habe ich auf langsame Geschwindigkeit? Moment. Interaktion? Ne, das ist... Moment. Wo habe ich denn hier Optionen? Perfekt. Tastenkürze, Audio, Musiklautstärke. Ach komm, die machst du ein Stück lauter. Effektlautstärke, Dialoglautstärke, Bedienungslautstärke. Aber eigentlich suche ich ja... Warum das nicht in höchster Qualität ist, frage ich mich. Interaktion, Netzwerk, Laden, Speichern, Schließen. Keine Ahnung. Wechsel zu Kinomodus. Hier kann man jetzt zum Beispiel das alles mal richtig komplett sehen, wie es aussieht. So. Mach ich jetzt aber nicht. Dann würde ich sagen, greifen wir mal Segovia an. Okay, Forschung abgeschlossen. Dann forsche ich mal weiter. Und zwar forsche ich erstmal das. Dann können wir nämlich Handelsstationen bauen. Finde ich sehr, sehr praktisch, muss ich zugeben. Muss ich schon zugeben. Jojo, so ist das. Das würde ich dann auch gerne tun. Allerdings fehlt uns da noch ein bisschen. Wir können ja eigentlich mal ein bisschen Eisen verkaufen. Ist ja krass, was wir da haben. So, dann baue ich hier einfach mal ganz hier hinten, baue ich das am besten. Da brauchen wir sowieso, ja stimmt, wir brauchen eh zwei Handelsstationen. Oh, hier hinten kann ich gar nichts ersetzen, fällt mir, sehe ich gerade. Baue ich hier mal eine Handelsstation und hier hinten... Unsere Flotte wird angegriffen. Ja, ich weiß. Müssen wir dann nochmal das hier erforschen. Dazu brauchen wir... Ach, es ist gleich soweit, Moment. Einen begotzten Augenblick Geduld, Forschung meine Damen und Herren. Wir sind gleich soweit. So. Und dann will ich mal schauen hier. Wir bekommen hier 0,5 von der Erde und 0,5 vom Mond. Sehr schön. Hier bekommen wir 1,2 von der Erde und 1,1 vom Mond. Und bald kriegt man noch was durch die... Eine neue Kolonie wurde gegründet. Planetares Einkommen. Wir bekommen von der Erde... Ach, siehst du, Segovia. So, Segovia. Wir bekommen jetzt aber von Segovia und vom Mond Minus. Weil die noch nicht ganz ausgebaut sind. Sonst müssen wir das hier ausbauen. Das würde ich jetzt auch gerne machen. Denn ich bekomme nicht allzu gerne Minus. Verkaufen. So. Na los, komm. Gib mich die Geld, los, gib mich. Planetenentwicklung abgeschlossen. Gib's mir, los. Was soll ich dir geben? Bedrohungsbericht. Unser Rekoffer wird, was, wird angegriffen? Ach, da hat er den Planeten genommen, bevor's... So, den nennen wir jetzt einfach mal, ich bin ja so nett und... komplett. Wie sieht denn der aus? Ich würde sagen, ach komm, den nenne ich jetzt mal... Ich weiß, der Uranus ist, glaube ich, eher grünlich, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal Uranus. So, das ist unser das ist der Uranus. Obwohl, ich glaube, der ist sogar blau. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Schlag mich nicht tot, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Uranus blau oder grün ist. Oder blau-grünlich. Und wir brauchen dringend mehr Geld. Verkaufen. Kristall.
Kristall. Oh, wir haben ja nur Kristallasteroiden. Na, okay. So, der dritte Kristallasteroid noch. Und wie sieht das jetzt hier aus? Wir bekommen... Von den Handelsposten bekommen wir 0,8 die Sekunde. Das ist natürlich auch nicht schlecht von der Erde. Da baue ich hier gleich noch ein paar Handelsposten auf. Aber jetzt muss ich erstmal hier... Planetenentwicklung abgeschlossen. Wir sind gerade ein wenig... Bauwerk komplett. Oh, jetzt ist der schon drüber geflogen. Nein, ich wollte auch sehen, was da drauf ist. Na, okay. Das sind Entfernungen, ey, krass. Also wir sind hier ziemlich abgeschnitten und vor allen Dingen ziemlich sicher. Bereit! Kampfstationen besetzen! Los, macht's kaputt! Alle drauf, los! Kann ich mir nicht mit ansehen hier, wie lange das dauert. So. Achso, hier habe ich alle drei erforscht. Sehr schön. Dann geht's jetzt mal hier hoch und dann hätte ich gerne... Ach komm, schließen. Wie sieht's hier aus? 155... 104... Okay. Das würde ich gerne hier machen. Ah ne, hier habe ich ja schon einen drauf, gell? Stimmt, ich wollte hier hinten noch den Dings erhöhen. Das... Nee, Quatsch, das wollte ich nicht. Aber das könnte ich auch erstmal machen. Ich mache erstmal das komplett. Hier. Und dann bekommen wir gleich kein... Also zumindest vom Mond bekommen wir dann kein Minusgeld mehr, wenn das geschafft ist. Haben wir auch gleich sicher. Und es ist vor allen Dingen großes Warten hier manchmal mitunter. Oh, guck mal. Unser Schiff ist ein Level aufgestiegen. Kriegt seine neue Spezialattacke. Das Ionengeschoss. Und... Ich werde dann eventuell, ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht Text... Ah, guck mal hier, das kann ich auch noch. Ich würde mein erstes Schiff gern... Den nächsten Nostromus. Planetenentwicklung abgeschlossen. Nee, mein erstes Schiff nenne ich Aria, weil ich den Namen eigentlich ziemlich cool finde. Komplett. Das ist so mehr oder weniger mein Favorite-Namen bei Mädchen. Also wenn ich... Das fände ich wirklich... Also, einfach so. Das ist meiner Meinung nach ein wirklich extrem cooler Mädchenname. Was ich auch noch geil finde, ist der Name Ray. Also Ray, wie auch immer. Das ist jetzt zwar ein Mädchen-Jungen-Name, den können auch Jungen tragen, aber ich finde, das ist ein ziemlich geiler Name. Ray und Aria sind so meine Lieblingsmädchennamen. Obwohl ich noch niemanden getroffen habe, der Ray oder Aria heißt. So, wie sieht denn hier aus? Oh, das ist ein Bomber, scheiße. Oh, das war ein Bomber, okay. Sehr schön. So, dann lass ich meine Schiffe einfach mal hier, weil hier passiert ja eh nichts. Und platziere mal ganz schnell noch. Ein bisschen Verteidigung, auch wenn wir gerade nicht so viel Geld haben. Ich weiß nicht, ich kann tatsächlich viel sparen, aber ich brauche Verteidigung hier. So. Damit sind wir erstmal abgesichert ein bisschen. Also das heißt abgesichert, wenn die hier mit einer großen Flotte ankommen, dann bin ich natürlich auch weg. Aber an sich ist das erstmal ganz gut. Oh, ich muss mal ganz kurz was trinken, tut mir leid. Ich nehme mir einen Schluck köstlichen... Das kommt gar nicht aus dem Wald, oder? Ne, Medium. Natürlich ist Mineralwasser mit Kohlensäure, bla bla bla. Aus dem Vitalbrunnen, okay. Vitalisiert. Was ist denn das? Strafkolonie. Strukturbaukosten minus 20%, Strukturbaurate minus 30%. Oh mein Gott! So, wie sieht's denn hier aus? Wir bekommen nur noch vom Uranus Minuspunkte. Oh, sehr schön. Da bekommen wir auch einiges. Und jetzt würde ich gerne hier hinten. Da. Würde ich jetzt gerne eine Handelsstation aufbauen. Habe ich da schon eine? Nee. Dann bekommen wir gleich noch ein bisschen mehr Geld, weil hier Mond und Erde dann miteinander handeln. Ich war schon immer dass der Mond kolonisiert wird. Bauwerk komplett. Und dann baue ich hier noch einen hin. So. Und dann bekommen wir gleich richtig viel Kohle für drei Planeten. Schau ich mal, ob ich hier noch ganz schnell irgendwie... Nee, kann ich nicht.
Da fehlt mir gerade ein bisschen. Und mit dem Geld können wir uns dann auch neue Ressourcen kaufen. Und hier bekommen wir jetzt 2,4 und hier bekommen wir 2,2. Was will man mehr? Noch mehr Geld natürlich, was sonst? Die Strecken sind ja echt gigantisch. Also wenn der hier hinten auch noch allein ist, dann können wir uns eigentlich alles holen. Den hier und den hier noch holen. Und können dann hier auf ihrem Planeten umsiedeln. Später dann. Weil Asteroiden lassen sich schwer verteidigen. Da kann man nämlich nicht so viel bauen drauf. Darum ist das da immer so ein bisschen kritisch. So, und ich baue jetzt hier einfach mal... Ich baue mal hier erstmal. Zudem kann man auch noch Artefakte auf Planeten finden. Die sind aber extrem selten. Und ich baue jetzt hier hinten einfach mal... Artefakte suche ich jetzt noch nicht. Da habe ich dann nicht Bauwerk komplett Geld dazu. Ich würde ehrlich sagen, ich baue noch mal... Nee, ich baue am besten noch eine Forschungsstation. Das habe ich nachher nicht genug Forschungsstation wieder. So. Da habe ich doch gewusst. Jetzt ist nämlich... Da habe ich keinen Platz mehr für sowas hier. Strukturelle Integrität ist voll. Und wir können sie auch nicht mehr erhöhen, soweit ich weiß. Genau, die ist nämlich voll. Da passiert gar nichts mehr hier. Taktisch brauche ich jetzt noch nichts hier hinten. Das kann ich erstmal vernachlässigen. Dann gehen wir mal zur Erde rüber und schauen mal, was ich hier machen kann. Da würde ich nämlich sagen, dass ich hier eine zweite Handelsstation hinbaue. Für mehr Kohle. Hier. Oh. Moment. Wir haben das. Das ist ein Übertragungszentrum. Hebe ich mir das hier lieber mal auf noch. Weil ich würde gerne auf unserem Hauptplaneten noch ein Übertragungszentrum machen. Es gibt nämlich verschiedene Wege, wie man Planeten erobern kann. Man kann auch mit Propaganda-Planeten einfach einnehmen. Dazu braucht man halt eine starke Propaganda. Und ich würde dann lieber doch mal ganz kurz hier nochmal 3 Schiffe machen. Und das lasse ich natürlich. Dann baue ich mir erstmal den Planeten hier noch ein bisschen aus. Sobald ich die Heike... Oder wir kümmern uns erstmal hier ein bisschen um Uranus. Der hat ja auch noch ein bisschen was hier. Dann machen wir hier erstmal bei Uranus nochmal den mich hier. Zur Stelle. Und dann schaue ich mal, ob ich eventuell hier noch... Kann ich militärisch was forschen? Ja, tue ich mal. Obwohl militärisch lasse ich glaube ich erstmal. Obwohl, das hier kann ich machen. Das ist auch wichtig am Anfang, die beiden, weil die braucht man gut. Bauwerk hier, komplett. Hier erforscht man die ganzen Schiffe und die ganzen Kanonen und so ein Zeugs und dann. Melde mich zur Stelle! Zeug. Hier erforscht man die Kampfkraft. Hier ist die Verteidigung. Das ist halt das Geldwesen. Das ist das Forschungswesen. Planeten erforschen und so ein Zeug. Mehr aus Planeten rausbekommen. Und das da ist halt, was ich gerade erzählt habe mit Propaganda und so. Planeten erobern, das ist das. Bei Flottenlogistik kann man seine. Melde mich zur Stelle! Hier kann man seine Bauwerk Flotte vergrößern. Hier kann man sich mehr Kampfschiffe holen. Hier genau, 16 Kampfschiffe kann man insgesamt haben und die Flotte kann insgesamt aus 2000 Mann bestehen. Und hier sind diese 9 geheimnisvollen Artefakte. Die müssen nicht verteilt sein. Es kann auch sein, dass in Planetenentwicklung der Galaxie hier zum Beispiel nur 1 oder 2 sich befinden. Das ist dem Spiel selbst überlassen. Und wenn jemand halt ein Artefakt findet, dann wird das ganz deutlich aufgezeigt, egal wer das hat, weil um die wird sich dann gestritten, um die Artefakte, weil die sind echt mächtig. Da kann es auch mal passieren, dass du eins findest, wo draufsteht 50% mehr Angriff in der Nähe des Artefakts. Das ist natürlich dann extrem heftig. Das ist dann, glaube ich, galaxiebezogen, in welche Galaxie das gerade ist, das Artefakt. So, dann würde ich sagen, tun wir die zivile Infrastruktur noch ein drittes Mal und dann haben wir die auch voll, genau. Und dann bekommen wir hier auch den maximalen Geldbonus, den wir von dem Planeten bekommen können. Keine weiteren Stufen möglich, sehr schön. Und wir sehen schon, wir bekommen hier kein Minus mehr, sondern 16... Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Wo denn? Aha. Oh, das wäre ja sehr intelligent, wenn der hier drüben nicht irgendwie hier noch verkapselt wäre, dann könnte ich mir wirklich alle hier holen und müsste nur noch den einen Planeten hier verteidigen.
Da würde ich dann also sozusagen, ich weiß nicht, ob die jetzt so schnell vorbrechen, da würde ich mir hier hinten mit den drei Planeten jetzt erstmal eine Armee aufbauen und würde dann zu denen mit einem Schlag die drei Planeten erobern und würde mich hier dann meine ganze Flotte versammeln. Würde ich einfach mal sagen und dann verteidigen wir das hier. Und das Schiff kriegt gerade ein bisschen Schaden, verschwindet aber gerade schon wieder. Okay. Dann müssen wir natürlich militärisch ein bisschen denken. Planetenentwicklung abgeschlossen. Wenn ich eine Flotte aufbauen will, brauche ich auf jeden Fall nochmal so ein Kampfzentrum hier. Weil hat sich das auch gerade erhöht und ich tue immer mal den hier machen noch. Und verkaufe mal dann ein bisschen hiervon. Und baue noch den hier aus, okay. Das ist doch sehr schön. Da haben wir drei Planeten und jetzt schauen wir gleich. Moment, jetzt sind wir gleich da. Das Schäfchen beeilt sich. Konnte ich das festlegen? Ach hier, das ist okay. Okay. Planetenentwicklung abgeschlossen. Du bist wirklich eines der schnellsten Schiffe, die ich je gesehen habe. Habe ich dir schon mal erzählt? Ja. So. Dann baue ich hier jetzt erstmal eine Reparaturwerft hin. Die repariert nämlich auch während des Kampfes ein bisschen. Das brauchen wir dann hier auf unserem... Na komm, eine reicht erstmal. Kampfplanet auf jeden Fall, da baue ich ja noch ein fünftes davon hin. Und dann würde ich Bauwerk komplett militärisch gerne noch das da schnell erforschen, genau. Dann gehen wir zurück zum Zivil und erforschen. Modular, verbesserte Strukturen. Ah, sehr schön. Planetenentwicklung mache ich auch gleich mal. Und jetzt sollten wir langsam die Planeten hier hinten. Ah, ja, ja, gleich. Sehr schön. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Oh. Okay, da geht der Plan doch nicht so gut aus. Also wir müssten auf jeden Fall den und den gleichzeitig verteidigen. Wichtig ist allerdings, dass ich hier keine feindliche Flotte drauf sehe. Und da der Weg so gigantisch lang ist, und hier auch nicht, heißt es auch, wir haben noch eine ganze Weile, um uns vorzubereiten. Wir sind natürlich, sie sind schon längst losgeflogen. Was Forschung ich nicht abgeschlossen. Glaube. So, hier baue ich dann mal zwei. Das sind deine kleine Fliegerstaffeln, die fliegen dann los, wenn wir angegriffen werden. Forschung abgeschlossen. Bauwerk komplett. Kann natürlich sein, dass sich die NPCs auch gegenseitig bekriegen und dass wir hier erstmal gar nichts mitkriegen davon und uns ein Rohr aufbauen können. Das wäre natürlich der Idealfall, wenn die sich gegenseitig schon mal vorschwächen. Dass wir dann sozusagen nur noch den letzten Schlag landen brauchen. So, Bauwerk komplett. Das brauche ich erstmal nicht. Das kann ich auch erstmal stecken lassen. Ich muss erstmal nur den hier erforschen. So, und hier hätte ich dann wirklich gern nochmal eine. Oder hier habe ich jetzt 1-1. Dann habe ich hier 1-1. Dann baue ich mir hier auch noch eine Militärstruktur. Und dann habe ich 3-3 von jedem auf drei Planeten. Das ist schon mal eine ganze Menge. So, da haben wir sie auch schon. Und dann können wir auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge erforschen. Kann ich hier schon... Bauwerk komplett. Teuer. Verkaufen. Quatsch. Gut, dann würde ich jetzt gerne noch mein Metall ein bisschen ausbauen, weil ich hier merke, dass ich anscheinend ein bisschen zu wenig Metall bekomme. Ja, ich bekomme ein bisschen weniger Metall. Dann würde ich lieber das machen. Und hier würde ich jetzt noch gern, das habe ich gerade gemacht, dann hätte ich hier jetzt gerne noch so ein, was ist das? Planetenentwicklung orbitale Raffinerie, veredelte Rohstoffe, die von geerntet werden. Stimmt, das tut er natürlich das noch komplett mal neu machen. Ich wollte mal schon mal gucken, wie bekomme ich in die... Ach, das ist hier aus.
Ja, mehr Strukturen werde ich nicht bauen, erstmal auf drei Planeten. Das heißt, das brauchen wir erstmal noch nicht anfangen. Da kann ich ruhig erstmal also auf dem Planeten hier noch einen Handelsposten, einen vierten bauen. Wie viel bekommen wir denn durch die Handelsposten? Einkommen von Handelsposten 4,5. Wow, nicht schlecht. So, dann hier nochmal einen letzten Handelsposten. Forschung abgeschlossen. Ach, ich krieg, glaube ich, so, ich krieg sogar noch einen Handelsposten. Bauwerk Gott. Komplett. Nicht geschlecht. Nicht geschlecht. Okay. Planetenerkundung. Wie gefällt euch denn eigentlich jetzt, mal so in die Runde gefragt, die Zocken am Sonntagstunde, habt ihr da Verbesserung irgendwie? Soll ich da vielleicht noch was verändern dran? Oder gefällt euch das, dass man einfach jeden Sonntag mal so willkürlich irgendein Spiel zockt und so? Ich hätte da auch noch jetzt so, kann man mal sagen, ich habe hier noch Bioshock 1 und 2 habe ich hier noch, also Stronghold 2 kriege ich von Wolke dann nochmal, weil der das auch und seins funktioniert noch. Habe ich denn hier noch? Ich guck gerade mal hier so. Ich habe das allererste Call of Duty noch hier. Call of Duty. Das ist Blazy. Bukan hier würde ich auch gerne mal wieder zocken. Das ist, oder habe ich, glaube ich, den Code nicht mehr. Das war auch ein ziemlich cooles Spiel. Dann habe ich hier noch Armada 2526 Supernova. Die Erweiterung. Da habe ich dazu letztens auch das, Spiel gefunden. Also ich habe mir damals aus Versehen die Erweiterung gekauft, weil 25 Euro, das dachte ich, das ist das Spiel, aber das war nun die Erweiterung. Aber das war das Spiel, die Erweiterung. Und so, brauche ich hier noch eine dritte hin. Oh, hier drei Raffinerien, auch geil. 4,8. Da würde ich mir das auch kaufen, wenn ihr das unbedingt spielen wollt. Das nennt sich, das ist genau dasselbe Spiel, ist ungefähr so das Spiel wie hier, aber anscheinend noch bessere Grafiken, noch mehr, was man machen kann und so, weil das Spiel kostet auch eine ganze Menge. Da gibt es eine Trilogie zurzeit, drei Weltraumspiele auf einmal, und da ist halt dieses Armada 2526 mit drin. Und mit der Erweiterung, die ich hier dafür habe, scheint das bestimmt ganz lustig zu werden. Muss ich dann halt mal gucken. So, wie sieht's denn hier aus? Die forschen weiter, die zwei. Okay. Dann forsche ich mal hier noch ein bisschen. So, wenn ich die drei voll habe hier bei beiden, dann werde ich die Planeten auch voll haben. Und dann wird es auf jeden Fall ganz lustig, glaube ich. Bauwerk komplett. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mal einfach eine Viertelstunde ruhen lasse hier. Und dass wir jetzt eine Viertelstunde wiedersehen mit mehr Rohstoffen. Aber ich glaube, das wäre nicht ganz so praktisch. Das wäre vielleicht... Ich hege da Skepsis. Was jetzt? Sehr gut! Findest du das wirklich gut? Das freut mich für dich. Geben Sie den Befehl. Hier habe ich noch ein paar Schiffe, die kommen mal mit hierher. Ich tue mein Bestes. Und dann suche ich einfach mal jetzt hier das Artefakt. Abgeschlossen. Da hat man muss man zweimal machen bei jedem Planeten und dann findet man eventuell ein Artefakt. Die Aria. Phasensprung abgeschlossen. Ich glaube, man kann alles umbenennen. Nee, das geht zum Beispiel nicht. Das geht auch nicht. Guck mal, das sind alles Handelsschiffe, die hier rumfliegen. Die ganzen kleinen Dinger, die hier rumfliegen. Wir bekommen mittlerweile auch 6,8. Das ist echt krass. Durch die Erde. Nichts Wertvolles wurde gefunden. Eine Quatschhandel. Ach, 7, nee, warte mal, hä? Forschung abgeschlossen. Da oben 7,2 bekommen wir genau. Vom Uranus 4,2, kein Wunder, da sind ja auch drei Handelsposten drauf. So, na dann wollen wir mal weitermachen hier. Wir tun noch einmal das machen. Nichts Wertvolles wurde gefunden. Das kann sich aber noch ändern. Das ist ja nur der erste. Manchmal kommt auch, wir haben etwas Interessantes entdeckt und dann danach kommt, nö, nichts gefunden. Das ist halt.
immer so Zufall. Das erste Mal forscht, sagt er eigentlich gar nichts aus. Da würde ich sagen, tue ich mal den Notfallstruktur noch ein bisschen hoch zu pimpen. Einfach mal alles in dem... Ich werde erstmal einen Uranus jetzt im komplett ausbauen hier. Obwohl, warte mal. Ja doch, das ist eher die Erde. Das hätte ich nicht gesagt, ich benenne das nochmal schnell um, aber... Das da hinten ist wirklich... eher der Uranus. Und das da hinten ist wirklich eher die Erde. Na denn, hoffentlich gibt es gleich beim ersten Mal. Nichts Wertvolles wurde gefunden. Tja. Das gibt nichts, da haben wir halt Pech gehabt, ne? Da kann ich jetzt auch nichts machen. Erde. Es ist ja auch demnächst von mir, vom Wolke, vom Warbase, vom Rotra geplant, dass wir das hier mal eine LAN-Party starten bei uns mit dem Game hier, weil das haben wir alle, das haben sie alle von mir bekommen. Der Rotra, der Wolke hat sich jetzt selbst gekauft, der Rotra hat es von mir bekommen. Der Warbase hat es von mir bekommen, Wolke hat es vorher auch von mir, aber der hat sich dann nochmal neu gekauft. War das jetzt so? Oder hat es Warbase gehabt und Wolke hat es von mir bekommen? Ich weiß nicht, einer von beiden hat es von mir bekommen und hat sich dann trotzdem noch neu gekauft. Ich habe doch nichts Ahnung davon. Und ja, das ist sozusagen eine kleine Einstimmung. Ich weiß nicht, das ist ehrlich gesagt schon seit Monaten geplant. Wir kommen einfach nicht dazu. Es ist so viel geplant. Ich würde auch so gerne viel mit den Leuten gerne machen, aber die Zeit, ne? Die Zeit. So, jetzt kaufe ich erstmal hier saftig ein bisschen Zeug. Dann forsch mal hier mal ein bisschen. Und vor allen Dingen hier mal ein bisschen, weil hier haben wir ja noch gar nichts geforscht. Hier kann ich noch ein bisschen weiter forschen. Zusätzliche Credits benötigt. Da fehlt uns noch ein Moment. So, kaufen. So, da haben wir hier die ersten komplett durchgeforscht. Hier kann ich das bei dem hier behaupten. Da fehlt dann hier noch einmal. Und wir bekommen ja gleich wieder das nächste. Da läuft die Forschung erstmal auf Hochtouren, würde ich mal meinen. Und wie sieht denn das hier aus? Die Hand. Militärtritter. Forschung abgeschlossen. Was sagt das bitte aus jetzt hier? Sagt das jetzt aus, dass ich der schlechteste vom Militär bin und der beste von den beiden, oder was? Dann werde ich wohl militärisch noch ein bisschen aufrüsten müssen, ne? Oh. Achso, das sind die großen, das sind die Mittelkampfschiffe. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Oh ja, mach du nur. Oh. Nicht ausreichende Metalle. Nicht ausreichende Metalle, sagt der Junge. Forschung abgeschlossen. Wie viel kostet denn so ein Schiff? Ach, das kostet gar keins davon. So, dann würde ich sagen, hier mal. Blub, blub, blub. Melde mich zur Stelle. Meldest dich zur Stelle, das finde ich gut. Oh, da werden wir ja gleich sehen, ob ich wirklich der Schlechteste bin hier. Flotte 3. Verteidigung 1. Meine Verteidigung ist anscheinend höher als der Rest. Das, was hier schon. Meine Gruppe ist dann anscheinend höher. Das haben die anderen wahrscheinlich. Melde mich zur Stelle! Was? Groß? Ach, das ist das Maximal. Das ist. Da scheint jemand schon zwei Großkampfschiffe zu haben, wenn ich das richtig sehe. Forschung abgeschlossen. Wenn es das ist, was ich glaube. Melde mich zur Stelle! Bin mir da jetzt nicht sicher, werden wir ja gleich sehen. Ich forsch mal auf das Großkampfschiff. Auf das nächste. Das kostet allerdings sehr viel. Ja, dann nehme ich, gehe ich mal von der Flotte runter, um hier ein bisschen was zusammenzusparen. Gibt's was für mich zu tun? Ja, rumfaulenzen. Ich tue mein Bestes. Sind wir wirklich mit? Sie sind der Boss!
Sind wir wirklich flottentechnisch so schlecht, dass wir die Letzten sind? Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Kundschafter haben etwas gefunden. Forschung abgeschlossen. Scheint nichts Spannendes zu sein hier. Phasensprung abgeschlossen. Auch da sind keine Feinde zu sehen und wir haben eigentlich schon ein bisschen was erforscht. Na nü. Dann würde ich sagen... Wie viel kostet... Großkampfschifffabrik benötigt. Ja. Wie viel kostet denn ein Großkampfschiff? Ach, die Flotte reicht auch nicht. Oh mein Gott. Forschung abgeschlossen. Die Flotte reicht nicht. Flottenlogistik. Da müssten wir aber 9% Instandhaltung zahlen. Das möchte ich mir ehrlich gesagt jetzt noch nicht zumuten. Da würde ich sagen, tun wir lieber noch einmal aufs Großkampfschiff setzen. Da können wir dann 3 Stück machen insgesamt. Also 2 noch, weil 1 haben wir ja schon. Und dann hebe ich mir das lieber auf und mache damit einen Schlag. Mehr Kristalle benötigt. So, dann verkaufe ich jetzt mal davon wieder was und kaufe mir nochmal ein bisschen davon. Und zusätzliche Credits benötigt. Mach hier noch ein bisschen militärisch. Forschung Zivil abgeschlossen. Können wir hier nochmal einmal machen. Zusätzliche Credits benötigt. Und dann kommen wir doch ganz gut voran hier. Ändert sich aber auch irgendwie nichts. Okay, ich weiß. Forschung abgeschlossen. Ich weiß nicht, was das jetzt zu bedeuten hat. Ich kann da jetzt nur spekulieren. Autosave free. Moment, ganz kurz mal gucken hier. Huch. Okay. Ich hoffe, da kommt, was ich jetzt gerade überlegt habe. Ich hoffe, da kommen da nicht wieder irgendwelche oberneunmal kluge Menschen und behaupten dann, du spielst ja gar nicht eine Stunde am Sonntag. Das sind ja nur 58 Minuten. Wenn da einer ankommen sollte, ne, dann kannst du dich gleich wieder umkehren und wieder rausgehen aus der Tür. Das habe ich, das muss ich sagen, das habe ich bei meinem, damals mein allererstes Video auf dem Kanal mit, das war dieser Wiki-Remix-Dings da, was ich da gemacht habe, wo ich einfach nur willkürlich alle Wiki-Lieder, die ich damals gefunden habe, aneinander gekettet habe und rausgehauen habe, weil ich einfach beim Zocken gerne Wiki gehört habe und mir gedacht habe, wenn das in einem Video drin hast, geht das doch wesentlich leichter zu hören. So. Es kommt auch sehr gut an bei den Leuten, sagen auch beste Zockenmusik und so, bla bla. Nichts Wertvolles wurde und, gefunden. Und ich mache sowieso keine Musik. Forschung abgeschlossen. Technisch mache ich ja sowieso nichts mehr. Und auf jeden Fall kommen dann immer wieder solche Schlaumeier und behaupten, weil ich da hingeschrieben habe, One Hour Aviki. It's not one hour, it's only 58 minutes. Und dann denkst du dir echt, Alter, willst du mich verarschen, wegen den 2 Minuten schreibst du dir so ein dummes Kommentar hin, ey. Da fragst du dich einiges, ganz ehrlich, tut mir leid, also, das geht über meinen Horizont hinaus. So viel geistige, weiß nicht, sind das Menschen, die an sich nicht viel zu sagen haben, die sich dann denken, oh ja, kann ich immer meinen Senf dazugeben und... Oder meint ihr das jetzt wirklich ernst, dass die wirklich wegen den 2 Minuten so sauer sind, dass die einen Kommentar hinschreiben wollen? Forschung. Wenn das so sein sollte, tut mir leid, dass ich mich da so aufrege drüber, aber ich muss das nicht verstehen. Nichts Wertvolles wurde. Ich verstehe es auch nicht. Okay, dann werde ich jetzt hier erstmal schnell noch ein 2 erstmal da. Dann mache ich hier. Das kann ich 2-mal, gell? Das kann ich auch 2-mal und das kann ich auch 2-mal. Steh noch mal. Okay.
Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich lasse das Spiel jetzt mal 3-4 Minuten laufen und wir sehen uns. Was heißt gleich? Wir sehen uns dann in einem der nächsten Sonntage, wenn es wieder heißt Zocken am Sonntag. Ich hoffe, die Stunde heute hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Sonntag. Entspannt euch, erholt euch. Morgen geht wahrscheinlich die Schule wieder noch los. Wenn das nicht irgendein Sonntag von Ferien oder so ist. Tschüss. Euer Neverguest. Forschung abgeschlossen. Bauwerk komplett. Jawohl. So, Hallöchen, und da sind wir wieder zu einer neuen Zocken am Sonntagstunde. Ihr seht schon, es hat sich gerade ein bisschen was bei unserem Geld getan zum Vergleich zum letzten Mal. Beim letzten Mal kurzer Rückblick. Wir haben Mond, Erde und Uranus erobert. Erde war unser Startplanet. Wir haben die Planeten nach oben benannt, haben uns eine kleine Flotte aufgebaut, haben angefangen zu forschen und hier die ersten 3 Forschungen wollten wir beginnen. Wir haben begonnen, uns Schlachtkampfschiff-Forschung zu betreiben. Das hier wollen wir erst später machen. Wir haben schon nach Artefakten gesucht, haben auf Mond hier und da haben überall schon gesucht, gibt's keine Artefakte. Wir haben festgestellt, dass die Karte extrem riesig ist und haben immer noch keine Freunde oder Feinde gesehen, je nachdem. Wir sind noch mit nichts vertraut. Haben aber jetzt eine ganze Menge Kohle, die sich gerade in nur wenigen Minuten, muss ich sagen, angesammelt hat. Und damit würde ich jetzt gern ein bisschen Forschung betreiben. Noch das und das noch. Das noch einmal und das brauche ich auch noch einmal machen. Und das da kann ich dann zweimal machen. Genau. Und dann haben wir hier 2 Riegen komplett schon voll. Und beim Militär sammelt sich auch gerade die 2. Riege an. Das ist ja schon mal praktisch. So, dann würde ich sagen, kann ich mir eigentlich hier nochmal ganz kurz ein bisschen was kaufen. Dann kann ich nämlich hier auch noch ein bisschen weiter forschen. Und dann forsche ich nämlich das und benötigt einen Punkt auf Javelles Prototyp. Okay. Haben wir auch. Dann gehe ich mal hier. Das sind jetzt die Schiffe, die man noch forschen kann. Bessere Reparaturboote, das heißt, die Schiffe reparieren noch schneller. So, da gucke ich mal die 3 Fische. Fische. Forschung abgeschlossen. Ohne Ende wieder. So. 1. Und da müssen wir nochmal warten bis zum zweiten Mal. Und dann tun wir noch schnell das hier fertig machen. Dann haben wir die beiden Riegen bei Militär und Zivil komplett. Was ja nicht schlecht ist an sich, ne? Und ich genehmige mir jetzt mal kurz einen Schluck meiner Müller-Milch. Ne, das ist gar keine Müller-Milch, das ist irgend so ein Billigtrink. Ja, das ist irgend so ein Billigtrink. Erdbeergeschmack. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Chemie. Tut mir leid, ich wohne im Ghetto, ich kann mir nichts Besseres leisten hier. Ich glaube, mein PC ist teurer als meine Forschung abgeschlossen. Gut, abgesehen von meiner Bücher, Forschung von meiner Büchersammlung ist mein PC teurer als alles, was in meinem ganzen Zimmer steht. Und ich meine, ich brauche sonst nicht viel. So. Hier habe ich jetzt nichts mehr. Nee, kann ich nicht mehr. Hier mal ganz kurz gucken. Hier bei dem Planeten geht nichts mehr. Bei dem hier geht noch was. Dann baue ich hier mal noch das. Und hier geht nichts mehr, gell? Nee, hier geht nichts mehr. Gehen wir mal jetzt auf das hier. Und ich baue jetzt hier hinten einfach mal. Ich denke nicht, dass ich es brauche, aber als letzte Instanz baue ich jetzt hier einfach mal ein paar. Raketenwerfer. Forschung abgeschlossen. Da ist bei uns gerade der Feueralarm angegangen, weil ich Toast im Ofen habe. Forschung abgeschlossen. Warum geht der Toast an? Status. Übergeben Sie Kristalle. Ja komm, ich gebe dir einfach mal ins Kristalle. Damit können wir uns ein bisschen den ihr Vertrauen sichern. Ich kaufe mal ganz schnell noch ein. Oh komm, zweimal ganz schnell machen. Und dann hier gebe ich nochmal. Vielleicht haben wir sie unterschätzt. Ja, das sowieso.
Dann frage ich mal, ob sie Waffenstillstand eventuell wollen. Bauwerk komplett. Wollt ihr? Damit sie später den Dolchstoß verpassen werden. Nein, danke. Okay, die sind noch etwas schlecht gelaunt auf uns, weil wir so viel nicht getan haben. Forschung abgeschlossen. So, da noch ein zweites Mal und dann da eins. Zusätzliche Credits benötigt. Zusätzliche Credits benötigt. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Bauwerk komplett. So, ich will es gerne mal hier hinten den Mond fertig kriegen. Bauwerk komplett. Dann haben wir nämlich einen Planeten endlich mal fertig. So, ich glaube, einen können wir noch hinsetzen, dann ist auch hier vorbei. Ja, okay. Damit würde ich sagen, ist der Mond... Ach ne, hier geht's ja noch weiter. Nein! Ich dachte, das war's. Na okay, dann halt nicht. Ich kann den Mond zerstören. Forschung abgeschlossen. Aha, okay, das geht also auch. Das wusste ich gar nicht. Oder sag mal so, ich habe das nie gebraucht. Im späteren Verlauf, wenn man dann so 50 Planeten hat oder so, wenn man bei den ganz krassen großen Spielen spielt, und da mal ein Planet aus Versehen zu den Rebellen wechseln sollte, macht das nicht. Dann schickst du eine riesen Flotte und da hast du den Planet gleich wieder. Okay, jetzt mache ich einfach mal hier. Der Mond verbraucht Bauwerk doch komplett. Ganz schön viel. Also dafür, dass es nur Mond ist, muss ich sagen, schluckt der ganz schön was. Bauwerk komplett, so, Forschung abgeschlossen. Und dann nochmal das da. Dann können wir hier noch einmal... Oh ja, ich riech's gerade, es riecht nach sehr verbrannten Toast. Gut, dass ich gerade nicht allein Forschung zu Hause bin. Ich mich jetzt komplett bei der Also ich hab's... Als ich die Aufnahme gestartet habe, habe ich dann gemerkt, ach Moment, du hast ja noch einen Toast, den wolltest du eigentlich gerade essen, aber... Wenn ich nachher in die Küche gehen werde, nach einer weiteren Stunde Aufnahme, wird wahrscheinlich der Toast nicht mehr ganz so... Toasty sein. Planetenentwicklung abgeschlossen. Verstehst, was ich meine. Nein, wahrscheinlich nicht. So, kaufen. Sehr schön, damit hat sich auch das erledigt. Und dann, ach Gott, hier geht nichts mehr. Kann ich ja nachher hier noch ein bisschen was ausbauen. Forschung abgeschlossen. Bauwerk jetzt komplett. Muss ich mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Liebe Kinder, lasst niemals ein Toastbrot alleine. Es könnte gefährlich für euer Leben werden. Nein, könnte es wirklich jetzt ernsthaft. Ich bin ja jetzt... Forschung abgeschlossen. Ich habe mir gerade einen... Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe auf meinem Toaster 7 Stufen Toast. Wenn man Stufe 7 einstellt, dann wird das Toast recht dunkel. Kann man sagen. Und, das wird zwar recht dunkel, ansonsten passiert aber eigentlich nicht viel damit. Und jetzt gerade eben, just in diesem Moment, wo ich diese Aufnahme halt gestartet habe, hat der Toaster Flammen geschlagen. Ja, auf jeden Fall nicht als gesunde Dinge getan, würde ich jetzt mal so formuliert ausdrücken. Und da bin ich jetzt echt froh, dass ich nicht alleine gerade im Moment war, denn gut, ich meine, ich hätte so oder so gemerkt, dass so ist es ja nicht. Also bei uns sind gerade sämtliche Flammenfeuer-Melder-Dingers hier, eigentlich ist der scheiß Planet voll, angesprungen und haben Auskunft darüber gegeben, dass ich Scheiße gebaut habe. Obwohl man eigentlich jetzt nicht davon ausgeht, dass der Toaster in Flammen aufgeht, wenn man einen Toast macht auf Stufe 7. Das ist jetzt zwar vielleicht nicht so gesund für den Toast an sich, aber jetzt doch sollte man davon ausgehen, wenn Stufe 7 auf einem Toaster existiert. Und das habe ich ja schon mehrmals gemacht. Ich nehme den Toaster meistens so ein bisschen früher raus. Die schnelle Stufe. Bauwerk komplett. Dann geht man nicht davon aus, dass der Toaster in Flammen aufgeht und die halbe Küche mit abfackelt. Bauwerk komplett. Bauwerk komplett. Das ist zwar nicht passiert, aber... Die Cornflakes-Packung neben dem Toaster sieht doch schon recht deformiert aus. Und ich würde sagen, dass ich wahrscheinlich den Toaster demnächst entfernen werde. Muss.
Bauwerk sollte. Komplett. Tour. Naja, wieder, wie auch immer. Das wollte ich jetzt mal so als kleinen Tipp an euch lassen. Lasst niemals Toaster alleine. Toaster sind sehr gefährliche, bösartige Lebewesen, die sich von eurer Unschuld ernähren. Was labert ihr? Ich weiß es auch nicht. Mehr Kristalle benötigt. Aber ich habe keinen mehr. Und da ist ja noch keine Kristalle drin. Scherzkeks. So, auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter. Oder ich würde sagen, es geht nicht weiter, denn wir beenden Bauwerk hier komplett. Erstmal. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier die erste Folge. Denn ich habe jetzt gerade. Ich muss erstmal ein bisschen was tun hier. Tut mir leid, dass ich das jetzt nochmal unterbrechen muss. Das mache ich zu einer Folge hier. Es geht jetzt ein bisschen länger als normale Folge, aber das ist ja scheißegal. Und wir sehen uns dann übernächsten Sonntag. Also. Irgendeinen Sonntag dann auf. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten. Ich entschuldige mich für die Unterbrechung. Bauwerk komplett. Ich sage jetzt erstmal komplett. Tschüss. Keine Ahnung, wie ich das schneide. Bis denn.